Der absolute Geheimtipp beim Entlebuch würde ich einfach schon sagen, das ist für mich der Eisee. Also die Morgenverstimmung ist für mich sehr speziell. Ob man da dort übernachten im Eisee oder auch daher wandern, das ist auch eine Möglichkeit mit dem Sonnenaufgang am Morgen früh. Die Ruhe, die man da hat im Eisee. Und ja, ich denke, das muss man suchen. Wir sind ein Trüppchen von bunt gemischt in diesem Verein. Wir haben die Fische fangfertig eingetan. Also ich sage, so einen frischen Fisch hier oben im Restaurant essen, was gibt es Besseres? Es gibt nie einen so einen schönen Fleck auf der Erde wie hier. Die Natur, die hier ist, und das Erlebnis Wasser, das ist das, was hier in Frühlingsörbeck die Kneipenanlage so speziell macht. Kneipen ist eigentlich ein Wechselbad, warm, kalt. Uns sagen einfach Geologen, weil es immer gleich kalt ist, die 6-7 Grad, und immer etwa 400 Minuten Liter bei der Quelle geschüttet werden. Es könnte von einem Gletscher kommen. Woher, wissen wir nicht genau, aber es ist monatelang unterwegs. Dahinter kann man noch wirklich Natur pur erleben. Das ist der Grund, warum man es ins Entlebuch auf Ferien machen sollte. Ich glaube, es gibt einen Haufen Plätze hier, viele Restaurants, wo sie die lokalen Spezialitäten auch anbieten. Das Gute liegt wirklich nach da. Man muss nicht allzu weit weggehen. Ich bin Künstler und mein Fach heisst Kochen in der ästhetischen Praxis. Ich habe Josef Beuys gekocht, 100 Jahre Dada habe ich gefeiert. Ich habe ein Auto verkocht, ich habe Steine gemahlen und aus denen wieder Glasse gemacht. Aber jetzt zu dem Menü da, das heisst Black Earth. Ich habe das Menü sehr neu, es ist jetzt erst 2 Wochen alt. Also, es ist jetzt das 5. Mal, was aufgeführt wird. Es ist für mich eines der schöneren Menü, die ich je gemacht habe in meinem Leben. Alles, was wild ist, kann ich selber suchen. Von den Flechten, von den Bäumen, von den Hölzern, vom Moor, was Pflanzen, Wildpflanzen, Kräuter, Steine, suche ich alles selber. Ich gehe sogar zum Teil bei einem Menü das Wasser holen, von dem Emmensprung oder wie auch immer. Und ich koche genau mit dem Wasser, das ich daraus als Gericht mache. Daraus. Goldwäsche kann süchtig machen. Mich fasziniert es auch nach 20 Jahren noch. Es ist wirklich ein Abenteuer, Erlebnis, Natur. Und ich glaube, das wird heute, wie länger sie mehr gesucht. Viele Leute, die sich gewöhnt sind, einfach in Flügerei oder in Süden, können einfach unsere schöne Schweiz. Durch das manchmal etwas zu wenig. Im Prinzip probieren wir auch diese Leute ein bisschen zu inspirieren. Also, wir ein sehr schönes Land haben. Mir ist es wichtig, als Mutter meinen Kindern Natur weiterzugeben. Und wo kann man das besser als in einer Biosphäre? Das sind Erinnerungen, die sie weiter ins Leben tragen und die sie weitergeben, vielleicht ihren Kindern. Und das ist mir ein Anliegen.